Jo Leute, was geht und willkommen hier zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Heute mit meiner Schwester. Hallo! Folgt ihr auf Instagram und geht zum letzten Bild von ihr und schreibt in die Kommentare Hashtag TRXCrew, dass ich weiß, wer von diesem Video ja, in die Kommentare reinschreibt, ne? Nein. Doch, folgt ihr und auf jeden Fall alles in der Beschreibung, Leute, verlinkt. Und ja, Leute, ich muss mir erstmal entschuldigen, dass so lange keine Videos kamen, ungefähr 2 Monate. Also ich glaube, das ist, das erste Video in diesem Jahr. Ich hatte Lust, aber ich hatte keinen Plan, was ich bringen soll. Also schreibt mal jetzt alle in die Kommentare, was ich bringen soll. Und ja, ihr wisst nicht, was wir gerade machen. Wir gehen hier gerade zum Bahnhof, Leute. Ja, ansonsten sehen wir uns dann gleich in Mühldorf, weil wir fahren nach Mühldorf in Zug. Und ja, Leute, also habt auf jeden Fall viel Spaß beim Vlog. Lasst ein Like da, 50 Likes werden natürlich drin sein. Also Leute, viel Spaß. So Leute, wir waren gerade bei Kick. Ihr denkt wahrscheinlich, was wir bei Kick machen. Und zwar wollten wir gucken wegen seinem Pulli, was ich auch habe. Und Maxi wollte sich den auch holen, aber hier gibt's den nicht und es hat halt verkackt. Und sorry für den Wind, Leute, es ist halt windig, also scheiße. Und jetzt gehen wir irgendwo noch anders hin und mal schauen, ob da was Schönes gibt. Gucken, ob da Kappa gibt, ne? Ja, ob da sowas gibt, wenn nicht, dann hat er halt Max verkackt. Da gab's halt einen schon, aber das war halt XL, das war ein bisschen zu groß für ihn. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen zum anderen, gucken, ob da gibt, aber ich glaube eher nicht, weil das ist schon ein bisschen teuer Laden und als ob so eine billige Ware in so einen scheiß Laden kommt. Nicht bestell ich. Nicht, dann bestell einfach. Egal, oder kaufst du es am besten gar nicht. Und ja, also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur H&M. Die ganze Zeit waren wir halt bei jemanden und ja, jetzt gehen wir H&M, wie gesagt, müssen ungefähr eine halbe Stunde gehen und ungefähr in einer Stunde schließt es, also müssen wir uns beeilen, müssen uns schnell gucken, was wir kaufen werden, weil da wusste ich halt nicht, was ich genau kaufen soll. Da war ein Pulli, aber mal schauen, ob ich mir einen gönne oder nicht. Und ich würde sagen, wir sind in H&M wieder oder wenn wir halt an H&M wieder draußen sind. Oder wenn wir im Knast sind, weil ich wurde fast rausgeschmissen aus H&M, weil ich gefilmt habe, Alter. Ja moin, kann man halt nichts dran machen. Mal schauen, ob ich da filmen werde. Ich glaube, ich werde natürlich filmen, ne? Ja, wie gesagt, Leute, lasst mal 50 Likes auf Erde. Und ich würde sagen, wir machen keinen Cut, bis wir da sind. Bis gleich. Oh, Leute, wir gehen jetzt den Berg hoch. Ja, wir waren gerade H&M. Haben wir was Schönes gesnackt. Oh ja, Mann, Capri-Sonne muss auch sein. Das ist die beste. Und wie man hier sehen kann, habe ich einen orangen Pulli mir geholt, weil er einfach nice aussah. Und jetzt müssen wir diesen Weg entlang gehen. Ansonsten, Leute, ich weiß nicht. Ich wollte mir eigentlich mehr kaufen, aber dann doch nicht. Geldverschwendung irgendwie. Aber ja. Und wie man hier sehen kann, es wird langsam dunkel. Mein Zug kommt so in 30 Minuten. Also können wir entspannt gehen. Leute, schreibt mal auch in die Kommentare, was ich für Videos bringen soll. Ob ich so mehr Vlogs bringen soll oder mehr Gaming. Gar keine. Also Vlogs machen mir persönlich mehr Spaß. Aber dafür muss ich halt wissen, was ich ja, aufnehmen soll. So wie hier samstags gechillt in der Stadt chillen und einfach ein paar Sachen kaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich am Bahnhof. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zu Hause, Leute, und wie man hier sehen kann. Ja, es hat sich in meinem Zimmer was getan und ich weiß nicht, soll ich so eine Roomtour bringen oder so, Leute? Also alle, die es nicht wissen, ich habe mein ganzes Zimmer ganz anders gemacht, also sieht ganz anders aus. Ein paar Sachen umgestellt, dieses Ananas, mein Setup ist halt immer noch an der linken Seite, aber sieht halt viel geil aus. Leute, schaut mal ab, ob ihr sowas sehen wollt, Leute. Aber hier habt ihr einen kleinen Sneak Peek, ich habe hier so eine Leinwand-Teil da.
Die hat einfach scheiße 50 Euro gekostet. Ja, moin, muss los. Ja, Leute, ansonsten ist das Video vorbei, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Also 50 Likes wäre nice. Also ihr wisst, ne? Man gönnt auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde das Video jetzt anfangen zu schneiden. Denn vielleicht lade ich es morgen hoch um 8 Uhr morgens. Sonntag, Leute. Und ja, schaut mal rein, was ich bringen soll für Videos. Weil ich habe halt keine Ideen mehr. Ja, es war so ein random Vlog, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und habt ihr Bock, dass ich irgendwie so ein Video machen soll mit meiner Drohne, weil die habe ich lange nicht mehr benutzt und ein bisschen verstaubt ist sie. Aber egal, Leute, naja. Schaut mal, ob ihr es wissen wollt und sehen wollt, Leute. Also haut rein, Leute. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da, haut rein und ciao.